Hallo Leute, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich bin ein bisschen rausgefahren mit euch an der Westerwalder Seeplatte. Wir hatten hier einige Arbeiten zu erledigen, da hole ich euch heute mal gerne mit. Zum Schluss ist mir noch was ganz Blödes passiert. Und zwar ist meine Sonnenbrille kaputt gegangen. Bei der Kameraeinstellung am Boden, wo ich an die Bank gehe, also wo ich mich auf die Bank setze, war das vorne drin. Ich kann euch das mal zeigen gerade. Ja, die ist jetzt hin. Die schöne Sonnenbrille. Ihr wisst, ihr kennt sie. Jahrelang treuer Begleiter. Vielleicht kann man sie noch mal reparieren. Die ist, glaube ich, schon 5 oder 10 Jahre alt. Also über 5 Jahre, meine ich auf jeden Fall. Vielleicht sogar schon 10 Jahre alt oder 5 Jahre, über 5 Jahre, meine ich auf jeden Fall. Schwer zu schätzen, ich weiß es nicht mehr. Ich habe sie schon ewig dabei. Ja, ich habe mich hingekniet und dann hier vorne drin. Knack. Ich denke, was knackt denn da? Gucke ich die Sonnenbrille hin. Trotzdem kann ich sie empfehlen. Ich habe die damals gekauft. Und sie hat echt viel durchgemacht. Rock am Ring Partys und alles. Ohne Hosen, der ganze Krempel. Punkkonzerte. Ich kann sie auf jeden Fall empfehlen, aber jetzt ist sie leider hin. Vielleicht kann man sie nochmal reparieren. Ich glaube aber nicht. Ja, ist blöd. Ich kann euch das mal zeigen. Ja, sieht man nicht, dahin ist so eine Stelle und dann habe ich da die gefilmt, mich hingehockt und jetzt hat die Knack gemacht und jetzt ist meine schöne Sonnenbrille kaputt. Muss ich mir eine andere holen, vielleicht sieht das noch nicht immer so schlecht aus, aber vielleicht klebe ich sie auch nochmal. Oh wei. Ja, passiert beim Dreh, geht da mal was kaputt, aber Kameratechnik, alles gut. Das ist ja das Haupt, aber die ist jetzt erstmal in zwei Teilen. So, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Das hier ist mal wieder so ein Fleißvideo, sage ich. Also einfach so gefilmt, obwohl ich eigentlich gar nicht filmen wollte. Trotzdem habe ich die Kamera mitlaufen gelassen. Ist ein Fleißvideo. Bedauert aus dem Video.